Liebe Bike-Fans und Freunde von fremden Kulturen und Ländern, und in diesem Fall auch ein bisschen Nordkorea-Interessierte. Nordkorea ist ein spezielles Land, wo man einfach auch zuerst so denkt, soll ich dort überhaupt herreisen? Und mein Motto ist so ein bisschen zum Thema kritische Länder, wenn ich das so darf nennen: einmal sehen ist besser als tausendmal hören. Und es ist so, wir hören viel hier im Westen über Nordkorea. Wir hören Sachen, die stimmen, in meinen Augen. Wir hören auch Sachen, die weniger stimmen. Und wenn man hergeht und mal her schaut, sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Und wenn man in so solche Länder reist, der Dalai Lama hat das mal von Tibet gesagt, solange man in so Länder reinreist, kommen Informationen rein. Und es kommen Informationen raus. Und das Wichtigste, wenn man in ein Land reist, nach Nordkorea, offen sein, improvisieren, ich habe es vorhin gesagt, interessiert sie an Neuem und vor allem auch Neues lernen kennen. Vielleicht schnell zu mir. Ich war mittlerweile 4 Mal in Nordkorea. Das erste Mal vor über 10 Jahren, da hatte ich so eine Schnapsidee, den höchsten Berg zu besteigen. Ich konnte das dann nach über einem Jahr Fighten können machen, ist der zweithöchste geworden. Ich war dann einmal mit einem 10-vor-10-Team, dort haben wir 1,5 Jahre um eine Bewilligung gekämpft, sind dann 2,5 Jahre. 2,5 Wochen in Nordkorea gewesen. Das ist das Bild da. Zusammen mit der Patricia Leary, mit dem Raffi, mit dem Kameramann, sind wir die Ersten gewesen, die offiziell mit einer grossen Kamera durch das Land gereist haben. Dann habe ich mal eine Wirtschaftsgruppe geführt. CEOs aus der Schweiz, die sie eingeladen wurden von Nordkorea. Und eine war schon eine Pionierreise gewesen. Kann ich können zelteln mit einer Gruppe nach Nordkorea, auch immer wieder Neues und anderes erleben. Und jetzt ist es wirklich eine Pionierreise, soweit wir informiert sind. Es ist schon nie jemand mit dem Melo offiziell durch Nordkorea gereist. Die Route, die gibt es zwar, ich habe es vorhin gesagt, die kann sich aber auch wieder ändern in den feineren Nuancen. Aber mal grob gesagt, wir fliegen auf Peking, dort sind wir jetzt in Peking, ich muss wirklich kurz machen, ich habe nicht so viel Zeit. Alles andere seht ihr im Detailprogramm oder habt es auch schon. Dann fliegen wir weiter auf Pyongyang mit der Air Korea oder mit der Air China. Die Velo haben wir dabei, die eigenen. Pyongyang schauen wir ein bisschen anschauen, zusammen. Das sind eigentlich nachher auch 2, 3 Schnappschüsse daraus raus. Ich habe übrigens in diesem Vortrag keine Velo-Bilder. Also, wo wir mit Velo reisen, ein paar Nordkoreaner auf Velo. Also, müssen Sie sich immer ein bisschen vorstellen, wie es mit dem Velo geht. Dann geht es Richtung Süden, Anpo, zu einem riesigen Staudamm. Ganz runter in Süden, zu der Demarkationslinie, dort, wo der Waffenstillstand ist geschlossen wurde, 1953, wo wir überall schauen, nach Südkorea, die weltberühmten blauen Baracken. Auf nach Mongsang, ob das genau so läuft, wie es hier gezeichnet ist, ist mir noch nicht so klar. Ich habe eine andere Route im Kopf, aber das macht es spannend. Und am Schluss gehen wir noch ein bisschen Berge, wo je nachdem, wie wir dann mögen, Velo fahren, fahren wir. Und sonst hat sie können lesen, wir haben Begleitbusse dabei, die Velo können jederzeit eingeladen werden. Also kein Problem. Pyongyang, eine sehr spezielle Stadt. Ich sage noch nicht viel dazu, können wir schauen. Die mitkommen, was auffällt, das Yongang Hotel hinten dran, über 300 Meter hoch ist das Hotel. Und ewig im Bau und immer noch im Bau. Es hätte so ein Prestige-Objekt sollen werden. Aber Pyongyang werden wir Zeit haben. Etwa 2,83 Millionen Einwohner mittlerweile haben wir in dieser Stadt. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viel zu entdecken. Und nachher, wenn wir in Pyongyang sind, ihr seht, es gibt Velo in Nordkorea. Und die ersten 2 Reisen, die ich war, in Nordkorea, hat es also mehr Velo gegeben als Auto. Also die Leute sind sehr, sehr viel zu Fuß unterwegs in Nordkorea. Gründe lernen wir dann kennen, wenn wir drunter sind. Und ab und zu eben mit dem Velo. Vielleicht hier ganz etwas Wichtiges, Symbolkräftiges, der Chuche-Turm da hängen. Und die Chuche-Philosophie, die sagt, das ist echt der Träger von diesem System in Nordkorea, also die Mischung von Kommunismus, Sozialismus, Marxismus, wird noch gedreht von dieser Philosophie, die sagt, wir wollen Selbstversorger sein. Wir können uns selber ernähren, wir können selber leben, wir brauchen niemanden von uns. Als ich das erste Mal in Nordkorea war, eben lange her, hat man mir immer gesagt, unsere Globalisierung, das sei Gift, das müsste sich jedes Land selber können halten und tragen. Und sehr kontroverse Diskussion, ihr könnt euch darauf freuen, es wird auch dunkel mit unseren Begleitern, mit unseren Übersetzern und vielleicht sogar mit ein oder anderen Lehrern Diskussionen geben zu dieser Thematik, die wir natürlich ganz anders sehen. Etwas, was mir ganz wichtig ist, und das tue ich auf die Schärfste verurteilen, das sind die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea. Das geht nicht so, aber eben, wie gesagt,
Es wird in vielen anderen Ländern leider ist es auch so. Und dort müssen wir dranbleiben und immer wieder in die Thematik aufnehmen, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wir sind auch weiter in Pyongyang, wo das natürlich das Bild, oder auch alle schon mal haben gesehen, irgendwo in den Medien. Der Staatsgründer, der Kim Il-sung, auf der linken Seite. Auf der rechten Seite der Kim Jong-il, sein Sohn, der gestorben ist. Dann hat man den auch noch dort aufgestellt. Und nachher jetzt ist ja der Kim Jong-un, der jetzige Chef, ist eben sein Sohn von dem rechts. Und dann gehen wir zu diesem Moment, das ist lang, ich weiß nicht, wie es das Jahr wird sein. Pflicht war, dort vorbeizugehen. Wenn man ins Land hineinkommt, dann geht er erweisen, dass sie mehr als politische Führer, dass sie auch weltliche Führer, die vertreten eine ganze Lebensphilosophie und über das kann man lange diskutieren, ob das richtig, ob das falsch ist, ob wir das wollen, wie wir es anschauen. Hochspannend, es ist einfach wirklich auch das letzte Land auf diesem Planeten, wo man noch einen Einblick hat in das zerfallende, sage ich, System von dem eben Sozialismus, Marxismus, Kommunismus, die ganze interessante Geschichte werden. Ein bisschen etwas zu den Vorurteilen, die man immer wieder hört. Pyongyang ist eine dunkle Stadt. Es gibt Satellitaufnahmen, die wir hier im Westen haben, dass Nordkorea schwarz ist in der Nacht. Ich sehe das nicht ganz so. Das war vor 4 Jahren, zu meinem Hotelzimmer aus. Ihr seht, das ist ein ziemlich Halligala, ziemlich Festbeleuchtung über Pyongyang. Also das ist ein Märchen, das sicher mal eintroffen in den 90er Jahren, wo es Versorgungsnotstände auf allen Ebenen gab. Aber heute ist es also nicht so, dass in Pyongyang jede Nacht alles feister ist. Ein zweites Vorurteil, klar hat es ein bisschen etwas, das ist Begegnungen mit den Menschen in Nordkorea. Klar ist man immer in Begleitung von einem Reiseleiter, also wie noch vor 30, 35 Jahren in der Sowjetunion. Aber man kommt wirklich auch zu den Leuten, man kann mit den Leuten lachen. Zum Teil die älteren Leute können noch Deutsch, haben in Berlin studiert, gewisse können Englisch, aber der Kontakt zu den Leuten ist also absolut unmöglich. Fotografieren ist möglich, es gibt Sachen, die nicht gehen, wie es früher in vielen Ländern ist gegangen, militärische Einrichtungen, Flughäfen. Aber ihr seht da, also sogar mit den Uniformierten kann man in Kontakt kommen, vor allem wenn man auch noch einen Schweizer Schocki schenkt. Ein Highlight in Pyongyang, also für mich persönlich, ist wirklich die U-Bahn, das U-Bahn-System. Es gibt zwei Linien. Und das sind Kunstwerke, das sind fast Kathedralen mit wunderbaren Mosaik, keine einzige Reklame. Übrigens, nicht nur in der U-Bahn gibt es keine Reklame, keine Werbung. Auch im ganzen Land. Das ist werbefrei, die sieht nie eine Werbung. Es gibt öffentlich ausgehängte Zeitungen, so ist man Zeitung. Also etwas Wunderbares. Hier auch wieder eine U-Bahn-Station mit dem Kim Il-sung, dem Führer, der eine Inspektion macht in ihrer Fabrik. Das ist wieder so ein Mosaik, ein Kunstwerk. Und so super alles. Also, wir haben wirklich nur noch gestaunt. Wir können also dort auf dem Bodenweser gucken, was machen. Unglaublich. Und es hat dann viele Leute vom Land, die kommen rein nach Pyongyang einmal im Leben, für die Statue zu besuchen, von Kim Il-sung und von Kim Jong-il. Und die haben natürlich dann die schönsten Trachten an, wenn sie in die Stadt kommen und dorthin kommen, die zwei Herren kommen würdigen. Und auch mit denen wir können Schäker machen. Also, ich mit diesen Bildern nur zeigen, der Kontakt zur Bevölkerung ist absolut noch möglich. Wir sind immer abgeschottet und eingeschlossen und weiss der Gucker was. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir mit dem Velo unterwegs sind, das haben die Leute dort auch noch nie gesehen, westliche Leute, die mit dem Velo unterwegs sind, kommt es noch zu viel mehr spontanen Kontakten. Bis vor 5 Jahren habe ich immer versucht, zu joggen in Pyongyang zum Beispiel am Morgen. Und das ist nie gegangen. Und vor 5 Jahren hat man gesagt, okay, ich kann gar nicht joggen am Morgen. Es kommt aber einer mit, Aufpasser, sagen wir jetzt mal. He? Und er ist wirklich mitgekommen, er war dummerweise einer, der nur im Büro arbeitet. Und nach 2 Kilometern war ich alleine. Ich hatte eine kleine Kamera bei mir. Gehabt. Und er ist dann am Morgen früh so zu wunderschönen Begegnungen gekommen mit den Kindern, die auf dem Weg waren, in die Schule. Und in die Schule, das werden wir versuchen einzurichten, dass wir einen Schulbesuch machen können. Das ist etwas sehr Eindrückliches. Also was dort für eine Disziplin herrscht, aber auch nicht eine betrübte Stimmung. Im Gegenteil, es wird auch viel gelacht, aber eine unheimliche Disziplin. Immer die zwei Führer in jedem Schulzimmer, die Schuluniformen, die wir ja kennen. Und was die Kinder sicher nicht sind, das kann ich also sagen, das ist unsportlich. Alle anderthalb Stunden läutet es, alle Kinder von außen und dann gibt es 10 Minuten Turnen. Bei jedem Meter, wie ihr sie seht.
auf dem Bild. Und dann geht man rein, man geht raus die frische Luft, man will Gesundheit fördern. Und übrigens, Nordkorea ist das Land mit der tiefsten Analphabetenrate in ganz Asien. Das ist eine hochinteressante Geschichte, die ich dem auch erzähle auf der Reise. Dreimal am Tag kommt Verpflegung ins Schulhaus. Milch, Joghurt, Brot, kommt das Wägeli vorbei und die Kinder werden verpflegt. Wenn wir Glück haben, gibt es 4 Universitäten in Pyongyang. Können wir auch eine Universität besuchen. Spannend ist vor allem die Bibliothek. Und da so ein Bild, das ich aus dem Hüftanschlag geschossen habe, das war vor 4 Jahren. Sie arbeiten in Nordkorea mit dem modernsten Windows-Programm vom Erzfeind. Also wir haben da Sachen gesehen, technologisch, wo wir wirklich nur noch gestaunt haben. Und schön wäre auch, wenn wir zum Beispiel in eine Vorlesung rein könnten in der Uni. Aber wie gesagt, es wird alles sehr spontan entschieden. Und auch ein bisschen improvisiert. Und ja, jetzt sind ja Biker, die hier zuschauen. Schaut mal das Bild an. Das ist eine von der Hauptstrasse in Pyongyang, also hier Velofahren, ist ein Traum. Es hat kaum Privatverkehr gehabt, es nimmt zu. Es hat einfach gehabt, staatliche Fahrzeuge, alles was Bauunternehmen sind, liefern, Armee natürlich, aber Privatverkehr in dem Sinn gibt es in Nordkorea nicht. Kommt aber langsam, wenn man dann so zu der Stadt ausfahren kann, da kann man ja zu viert nebeneinander fahren als Bike-Adventure-Gruppe. Auf dem Land sieht es dann auch schon ein bisschen anders aus. Wunderschön, ist so eine kleine Karstlandschaft oft, wie wir es vielleicht in Südchina kennen. Viele sättige Strassen, nicht mehr teren, Schotterstrassen, kein Verkehr, Haufen Leute, also am Anfang gesehen, die zu Fuß unterwegs sind. Und da sehe ich eine riesige Chance, mit dem Melon unterwegs ist. Stillhaben, Begegnung wieder weiter, wir können jederzeit auch wieder einsteigen ins Begleitfahrzeug. Kein Problem. Die Hotellerie, müsst ihr nicht Angst haben, wir sind nicht einfach so ein bisschen in den letzten Löchern, berndeutsch gesagt. Im Gegenteil, also die Hotels, die sie gestellt haben für die Gäste, für die ausländischen Gäste, für die Touristen, sind für mich auf einem sehr hohen Standard, wie ihr da seht. Es hat einen Fernseher im Zimmer, ja. Es ist einfach so, auf dem Fernseher gibt es einen Sender, auf dem Sender läuft den ganzen Tag Nationalhymne oder die Nachrichten. Also zuerst die, die wegen Fernsehen schauen auf Nordkorea, sollte jetzt zuerst noch die Sprache lernen, sonst kommt nichts rein. Aber sie haben ein Handynetz mittlerweile, das natürlich geschlossen ist. Sie haben ein Intranet, sie haben kein Google. Aber zum Beispiel bei mir, im neuesten iPhone, haben sie vor 4 Jahren eine SIM-Karte reingeklebt. Dann konnte ich intern telefonieren und bis dann sogar noch rausgekommen. Essen, das ist jetzt eine Trekkinggruppe, wo ich unterwegs war mit ihnen. Und ihr seht da, also das ist... wie sagt man so schön, vornehme Picknick. Wir haben das sehr gut gegessen, sie haben ganz gross aufgefahren und sehr vielschichtig zu essen, also nicht nur Wurst, wie so Herdöpfel, wie man es so ein bisschen kennt, vielleicht aus diesen Ländern raus. Sie geben sich wirklich Mühe, uns gut zu ernähren, uns natürlich auch die schönste und die beste Seite zu zeigen. Das Lieblingsgericht der Nordkoreaner, das sind Muscheln, so auf einem Meter Muscheln in einem Kreis auf einem Parkplatz, Benzin drüber schütten. Anzünden, so tun sie Muscheln grillieren, dann tut man die Muscheln auf und isst sie. Das muss dann niemand machen, der das will, aber es wird sicher kommen, weil es hat ja ab und zu noch ein bisschen Benzingeschmack. Und natürlich, es gibt eine Geschichte vor 1948, vor der Staatsgründung von Kim Il-sung, wo wir immer wieder auch begegnen, einer schönen Tempoanlage, Monument und so weiter. Da werden wir auch dran vorbeifahren, vor allem am Schluss von der Reise, also nicht vorbeifahren, wir gehen sogar schauen und immer wieder ein bisschen Einblick bekommen, in Geschichte, respektive in Kultur und alles, was war vor der Revolution, bevor sie losging mit der Staatsgründung im 48. Das Bild habe ich drinnen, was so zu Nordkorea passt. Ich meine, so ein Bild, das seht ihr in Indien, in Vietnam, in Asien sehr oft, dass wir noch mit den Ochsen die Landwirte arbeiten. Und für sie war das ein riesiger Stress, gewesen, bis sie endlich, das war mit dem 10 vor 10, gewesen, das Bild machen konnte. Weil sie jetzt das Gefühl hatten, wenn ihr mit diesem Bild rausgeht in die westliche Welt, denkt die westliche Welt wieder, ihr seid doch alle rückständig. Das kannst du, oder sie wollen das Image nicht haben. Bis wir immer, also jetzt haben wir wirklich abendlang erklärt, hey, das gibt es in ganz manchem Land auf diesem Planeten, dass man noch so zum Beispiel Landwirtschaft betreibt. Das ist überhaupt kein Problem. Also sie sind zum Teil auch recht mit... Das ist vielleicht das falsche Wort, ein bisschen mit Komplexen behaftet. Und nebendran zeigen sie ihm natürlich auch lieber das. Die Grossfarmen, die sie mit den modernsten chinesischen Traktoren, müssen wir den Pflug anschauen unter den Traktor, arbeiten. Wir haben ein Projekt vom DEZA, und vielleicht können wir es anschauen. Ein Herdöpfelprojekt, wo Schweizer
haben geholfen, also das DEZA hat geholfen, dass man mit den Erdöpfen anpflanzen kann, oder immer mehr anpflanzen als wichtiges Nahrungsmittel für die Bevölkerung. Das Bild habe ich drinnen, um zu zeigen, was die Flexibilität angeht vom Regime, von den Verantwortlichen, die jetzt Gäste ins Land hinein lassen. Wir haben plötzlich, eben ist es vor 4-5 Jahren gewesen, ist doch Bewilligung gekommen, wir können zelten und laufen. Das hat es nie gegeben vorher. Und das zeigt, wie sie sich langsam auftun. Oder jetzt zum Beispiel, dass wir mit Velo rein können, ist ein weiterer Schritt. Sie brauchen ihre Zeit, es ist eine grosse Skepsis da, aber ich bin überzeugt, Schritt um Schritt kommt. Wir sind da im Süden, in Kaesong, jetzt müssen wir es mal anschauen. Ich muss einfach sagen, da schlägt ein Veloherz höher. Kann man fast nicht anders sagen. Und wenn man da in die Städte reinfährt, wo man dann eben auch andere Geschichten anschauen kann, ausser Schulen, Universitäten und Monumente, zum Beispiel Stahlfabriken, was sie für eine Philosophie haben zum Thema Industrie, das ist sehr ein wichtiger Zweig in der Landwirtschaft, wie sie es auffassen, wie viel sie wirklich exportieren nach China oder eben doch nicht, was man immer wieder hört. Wir gehen in Nangpok eine Stauwehr anschauen. Und jetzt müsst ihr etwas anschauen, der Mann mit der Krawatte unter das Telefon. Ein bisschen die Eltern unter euch jetzt da zuschauen, das ist ein Swisscom-Telefon. Also da findet man Sachen in Nordkorea, wo man zwischendurch fast ein bisschen im Harzberg steht. Das war eine Geschichte, dass man alte Schweizer Telefon, die man bei uns hat, wie sieht man so schön, aus dem Verkehr gezogen, hat man nach Nordkorea geschickt. Ja, x Orten unsere schönen Swisscom-Telefon gesehen. Wir sind in einer Nudelfabrik, hochmodern, da habe ich richtig gerne gestaunt. Wir können schauen, was Einblick bekommen in die Ernährung der Leute, die ist ein bisschen einseitig auf dem Land, die Ernährung, aber sie ist staatlich gesteuert, es ist staatlich dafür geschaut, mit den Markern, dass jeder gleich viel bekommt. Da gibt ganz viel Negatives zu dieser Geschichte, aber auch ganz viel Neues zu entdecken und vor allem ganz viel zu diskutieren. Da sind wir, ich werde das übrigens, ich sage das jetzt einfach hier, da sind wir auf einer 8-spurigen Autobahn. Wir waren 3,5 Stunden auf dieser Autobahn, es ist nicht ein Auto entgegengekommen. Und das Auto, das dort aussen links sieht, das ist unser Bus. Und der Kameramann in der Mitte vom in der Mitte der Straße lebt, also nicht in Lebensgefahr. Und eigentlich wäre mein Wunsch, wenn wir es dann überreden mit dem Velo auf der Autobahn. Wenn das Verhältnis noch so sein. Was wäre ein maßgebendes gutes Bild für Bike Adventure? 15 Velos über eine Autobahn verteilt. Das ist vom Mägi Süden, an Grenzen. Dann kommen wir an die Demarkationslinie. Die blauen Baracken, die Hälfte der Baracken ist in Nordkorea und hinter das grosse Gebäude, das ist ein amerikanisches, südkoreanisches Armeegebäude. Das sind in Südkorea übrigens sind noch 30'000 Amerikaner zum Schutz von Nordkorea, wo Südkorea ein riesiges Geld kostet. Und da können wir dann darüber philosophieren. Es gibt Stimmen in Nord- wie in Südkorea, die sagen, eigentlich möchten sich die zwei Länder ja wieder vereinigen. Aus den Kräften, die daher arbeiten. Und es gibt viele Leute im Süden, im Norden, die sagen, aber Amerika hat eigentlich gar kein Interesse, weil dann müssten sie ihre Besatzungsmacht, ihre Schutzmacht in Südkorea abziehen. Und eigentlich ist, wir schützen euch von Nordkorea, nur ein Vorwand, eigentlich ist das hier der Brückenkopf zu China, Südkorea. Wenn es zu einer Wiedervereinigung kommt, würde es auch für Amerika heissen, zurückziehen und kein Brückenkopf mehr nach China. Hochspannende, diffizile Diskussion um die EKF. Übrigens die Autobahn von vorhin, die sechsspurige, die ist mal gebaut worden, vor 15 Jahren, im Gedanken mit uns Wiedervereinigen. Wir haben mal in Süden ab Autobahn bauen, für den Süden zu zeigen, wir wären dann ready, wenn es fährt, davon fliessen. Das ist die Version, und er kommt nach zwei Wochen am Abend. Die offizielle Version ist, wir müssen im Notfall können die Armee verschieben. Aber da können wir da diskutieren. Die sehen wieder mal zwei Velo. Und natürlich dreht von der Chuche-Philosophie, vom Sozialismus, ist das Land immer noch durch und durch. Hammer, Sichel, Pinsel. Also die Sichel, der Bauer, das ist das Wichtigste. Es gibt drei Faktoren, die das Leben tragen. Einer für alle, alle für einen, die wichtig sind für uns. Das ist die Landwirtschaft, das ist die Industrie, der Hammer und der Pinsel, die Intellektuellen. Wenn wir Glück haben, können wir auch irgendwie immer wieder so ein bisschen an einen Anlass hineinschauen, in einen Umzug hineinschauen. Es gibt viele Festivitäten in Nordkorea, Verehrungen, Gedenktage, die sie feiern. Und hier zum Beispiel war ich an einem Gedenktag mit den Kriegsveteranen. Und ihr seht da, dass sie Männer, die auch sehr, sehr viel erlebt haben
ihrem Leben. Und jetzt nochmal zurückdenken an den, sicher den 1953 Waffenstillstand. Und da hat es zwei, drei ganz tolle Begegnungen gegeben. Ich war selber überrascht gewesen. Klar hat man mir übersetzt, was ich dort konnte, für Diskussionen führen. Da kommen wir übrigens auch vorbei. Es gibt in Nordkorea wunderschöne Wasserfälle. Also wirklich ein Traum. Und man kann es nicht glauben, wir sind in einem Land, wo doch alles verboten ist und kontrolliert. Man kann auch sogar baden in Nordkorea. Und. Also so gibt es ganz viele Sachen, wo ich überzeugt bin, dass jetzt, 4 Jahre später, noch einmal alles ganz anders ist und auch noch viel mehr möglich wird. Und noch so ein weiteres Beispiel. Ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, ich will nochmal in eine Schule. Ich habe den Bus doch zum Stoppen gebracht mit diesen 4 Begleitern. Sie konnten ein Fußballmatch haben. Am Schluss hat also unsere Gruppe, ich bin da außen links, hat dann mit einem Nordkoreaner, da rechts ist auch einer von uns, ein Fußballspiel gehabt. Wir hatten einen Höllenblausch, es war mega lustig. Und für sie natürlich auch, wow, jetzt sind da Westler bei uns und was passiert da genau? Und sie haben ja Englischunterricht und dann ist schon recht Englisch können, die älteren Studenten da. Aber ich mit diesem Bild mehr zeigen, die Begegnungen, das ist etwas von dem, was wir auch am meisten können sehen in diesem Land, wo wir mitnehmen können und vielleicht noch ein bisschen erzählen. Und so geht es weiter, wenn man dann in einem staatlichen Restaurant ist und so, da hat es also zum Teil rechte Fest gegeben mit diesen Leuten. Da hatte ich das Glück gehabt auf einer Reise, ich komme gegen Schluss. Vom Vortrag haben wir in eine Familie rein können, noch nach langem diskutieren und nein, es ist doch nicht so schlimm und so. Und haben dann gesehen, wie eine Familie lebt, also von was das sie lebt in dieser Kolchose, wie sie mit ihren Rationalisierungsmarken umgeht, was die Zukunft ist von den Kindern, die auf dem Land leben, können sie studieren und so weiter und so fort. Und das für mich, das ist mein Wunsch, den ich habe, an die Welt und aber auch Nordkorea, dass man vermehrt jetzt aufeinander zugehen, aufeinander die Hand geben. Und ich bin überzeugt, die ganze Geschichte ist am Aufweichen. Das System wird auseinandergehen, früher oder später. Aber ich glaube, ihr Ziel ist, die Wörter zu behalten und sich kleine Schritte zu machen. Und wir müssen dranbleiben und halt, auch wenn es unangenehm ist, immer wieder die heiklen Punkte halt auch ansprechen, wie Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Und die werden vielleicht noch staunen, was dort manchmal für Antworten kommen. Ja, und jetzt, die mitkommen, die wissen schon, 16. bis 26. September, ich freue mich mega. Seid euch einfach bewusst, es wird nicht genau so ablaufen, wie es im Programm steht von Bike Adventure, aber das wird die Reise auch zu einer ganz einmaligen Reise machen. Merci. Oh ja, André, danke vielmals, sehr spannend. Wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr Fragen stellen, dann die bitte in den Live-Chat reinschreiben. Ich schaue da gerade rein, ob es schon etwas gegeben hat. Aber es ist noch nicht so viel rum. Ich habe eine Frage, was sind denn die Gründe, dass man die Reise nicht so durchführen kann, wie man es geplant hat? Was sind die Einflüsse? Also es kann ja nicht nur schlechtes Wetter sein, oder? Ja, oder die schlechte Straße, oder kein Velo mehr. Nein. Ja. Manchmal gibt es Gründe, man hat zum Beispiel eine Strecke von A nach B geplant und dann ist dort zum Beispiel die Verschiebung von einem Armeekonvoi. Da weiss ich nicht, dass wir das sehen, wie früher so wird, dass wir das nicht fotografieren. Mhm. Oder es kann andere Gründe sein, dass es eine Strasse, die zwar auf der Karte schön aussieht, jetzt gerade mit dem Bike, oder? Und vielleicht eben über Jahre nicht mehr gepflegt wurde. Und was sie gar nicht wollen, ist, dass uns etwas passiert. Also es ist unglaublich, wie sie zu uns schauen. Übrigens, das Spitalsystem in Pyongyang, wir sind von einer Reise mal in ein Spital schauen. Also wirklich, ich habe gestaunt. Aber das ist jetzt ein Detail. Aber einfach so, sie würden jetzt nie mit uns etwas Gefährliches machen. Ja. Also wenn du siehst, es hat ja viele Karstgebirge mit der Wegenstrasse. Steinschlag, gehen wir nicht durch. Oder manchmal ist halt eine Fabrik erstellt worden, wo sie uns nicht jetzt recht geben, dass wir die sehen. Also müssen wir da hinten rum. Mhm. Also geht X. Da schnell reinschauen. Sehr interessanter Vortrag, kommt mal rein. Danke. Merci. Ja. Wie ist, du hast das Essen angesprochen. Also dort geben sich ja eigentlich die grösste Mühe, dass man wahrscheinlich das beste Essen bekommt. Mhm. Hast du einen Einblick bekommen, wie sie wirklich essen?
In dem drittletzten Bild, wo wir in der Familie waren, das ist so etwas wie die, die vielleicht früher mal in Transib gemacht haben, in der Sowjetunion. Es ist Fett, also Wurst, Kabis, Herdöpfel, Reis, dann so ein selber gemachtes Brot. Das ist so etwas, es ist schon sehr basic. Auf dem Land, in Pyongyang gibt es natürlich, also es gibt Pizzerias in Pyongyang. Ja. So by the way. Aber nicht Pizza Hut. Nicht Pizza Hut, nein, aber gute Pizza. Sie sind ja in einer sehr englischen wirtschaftlichen Verbindung mit China. Ja. Und da läuft natürlich schon etwas hin und her. Also nur wegen dem Hin und Her, habe ich vergessen, wir fahren ja dann mit dem Zug zurück. Das ist ja das Dessert von dieser Reise. Also, von Pyongyang auf Dadong mit dem Zug, da kommt man noch so einen Einblick ins Land, wenn man dann über Grenzen geht, über Brücke in Dadong, da kommst du einfach wuff, von einer Welt tack, in die andere, in das glitzernde und treibige und nervöse China rein. Also das ist schon ein Erlebnis für sich. Wie ein Schalter, den man umstellt. Kannst du fast so sagen, ja. Ja, das ist wahnsinnig. Ja. Ah, gibt es Bier? Trinkt ihr Bier? Und wie? Also es gibt... Ist das eine Frage? Ja, ist eine Frage. Ja. Es gibt, ich habe das Bild zu einbauen. Es gibt Bierhallen. Das ist, das hätte ich mal gesagt, kollektives Besäufnis. Nein, es bekommt jede Familie in Pyongyang und bekommt auch wieder Marken für so viele Liter Bier. Aha. Das sind Märkchen, nicht Geld. Dann gehst du in eine Bierhalle, ja, ich habe das Video gehabt, gehst du in eine Bierhalle, dann kommst du dort rein und dann sind 30 Frauen Bier rausgelassen, Humpen rausgelassen. Und etwa 200 Mann am Trinken stehen, so an Tischen. Und dort, das haben wir letztes Mal können, sind wir einfach reingekommen. Und wie wir sie rausgekommen haben, haben wir das Gewissen nicht mehr so gewusst. Aber noch wichtiger fast ist ihre Wodka. Aha, Wodka. Und der ist, das, zum Beispiel, wenn man eben die Muscheln gegessen hat und noch ein bisschen Benzin dran hat. Da bist du froh, dass man krank wird. Ja, bist du froh, dass du noch einen Wodka bekommen. Und dann gehen wir übrigens, wenn wir Schwein haben, auch schauen, eine Wodka-Destillerie. Ja. Also das heisst, wir müssen auch so Marken neu bekommen, wenn wir das Bier machen? Nein, das ist im Begriff im Preis. Ah, okay. Okay. was? Es ist eben etwas schwierig für uns, auch im Aufstellen von diesem Programm gewesen, mit der Kommunikation ist teilweise abgebrochen gewesen und dann ist es wieder gelaufen. Dann ist es ganz schnell gegangen und dann wieder fast Monate nichts. Wir waren dann ein bisschen verwirrt gewesen. Ist das das normale Ding? Da gibt es wirklich so, wenn sie einfach etwas Wichtiges zu tun haben, dann lassen sie alles andere fallen. Das ist, glaube ich, so. Nein, es hat zu tun mit der Verantwortlichkeit. Und als ich zuerst mal bei denen war, vor 13, 14 Jahren, hatte ich das Glück gehabt, der Höchste, der den Tourismus verantwortet, gelernt zu kennen. Tourismus ist ein einstaatliches Reisebüro. Das ist eine Zentrale, wie früher Intourist in der Sowjetunion. Ja. Die nehmen alles rein. Und dank dem Mann konnte ich dann auf den Berg, hat es den vor 10, konnte in die Drecke, ins Bike hauen. Und der tut alles, was von uns kommt, so ein bisschen auf sich saugen. Und der ist manchmal leicht ein bisschen überfordert. Er hat dann schon seine Leute weiterunter. Und er ist schon sehr oft, der kann reisen. Er ist oft, jetzt ist er in Moskau übrigens, im Moment. Er ist nicht mal in Peking, er schreibt aus Berlin, das sind seine Punkte, Berlin, Moskau, Peking. Ja. Wo er noch andere diplomatische. Und ich glaube, dort ist ein bisschen die Problematik der ganzen Geschichte. Wie, das ist eigentlich sehr zuverlässig. Ja. Was schätzt du ein, wegen welches Velo würdest du mitnehmen, wenn du ein Touren-Velo hast? Also so ein bisschen, du hast ja da Bilder gezeigt mit Teerstrasse. Also das dort kannst du ja das auf der Autobahn kannst du fast ein Rennvelo mitnehmen. Also aber, ja, auf der Autobahn. Auf der Autobahn, aber was empfiehlst du? Also ich würde sagen, da wir ja nicht wissen, weißt, ich bin das so, wenn ich in einem Ort ein Single Trail sehe, dann gar nicht mehr darf. Ich würde auch schon einfach, also es mit einem Gravelbike gehen es auch. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich bin noch nie mit dem Velo, aber mit dem Mountainbike, auch wie der sagt, hey, da ist Gott, oder sind jetzt die eigenen, da bist du on the safe side. Ja. Und ich würde sagen, wir sind ja dort, um das Land lernen zu kennen, um das Land zu entdecken, wir fahren nicht weit ab, wenn das Velo schwerer ist oder die Pneu etwas breiter. Aber es ist, man ist vielleicht umso mehr froh, wenn man einen Ort, ein Dorf sieht und die sagen den Jungs von der Bissi, hey, komm jetzt, jetzt gehen wir doch schnell mit dem Velo. Und dann bist du froh, dass man die bitte. Ja, ja. Okay, ja, das ist gut. Das ist das, was ich jetzt da gerade so bekommen habe. Und ich sehe, wir sind auch gerade richtig in der Zeit. Super. Ich danke dir vielmals, dass du extra hergekommen bist für den Vortrag.
dass wir den so haben können übermitteln. Ich hoffe, es hat euch auch interessiert und es hat Spass gemacht, da so ein bisschen hinter uns zu sehen, hinter die Kulissen. Es ist wirklich unbekanntes Land. Wir haben sie so betitelt, die Tour, weil wir einfach zu wenig wissen. Und das Beste ist, selber hergehen, genau, und sich ein Bild machen.